Intermezzo. Ja, und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück? So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt's solche Zufälle? Es war als ob etwas über uns wachte. Ja. Na, wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri $1 machte, waren es bei Don Morello 10. Er schmierte Cops, Politiker, Richter. Wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der weg sah. Tja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er tauchte in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Was will... Habe gehört, Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Verdammt! Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit einem seltenen Importwagen, Joey? Nein. Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin... Er sprach ja auch nicht vom Auto, sondern von dir. Ja. Sie glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie... damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Oh ja, das hatten wir. Viel, viel Spaß. Fairplay, 1932. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tun nicht gut. Kann ich mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey... war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft. Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld.
Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kann ich was zu trinken kriegen? Wenn du sollte sagst, kein Problem sein, sagt er. Lässt dich dein Papst zum Rennen gehen? Soll das ein Witz sein? Kommt mir vor, als würden wir die ganze Bar einpacken und zur Tribüne verfrachten. Sieh dir diese halbe Portion an. Wo warst du letzte Nacht? Mit euch unterwegs. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Pauli, er hat dich heimgefahren. Naja, mein Gott. Was für eine Nacht. Was will ich jetzt hier? Für die Bräute eher nicht. Kann ich dir helfen? Nein, nein, alles gut. Hey, hör nicht auf Sam. Diese Vögelchen haben nur für mich gesungen. 5, 6. Buonasera, Tommy. Buonasera. 6, zusätzlich zu denen. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist dann auch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's naja etwas frisieren, macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser, Bobby arbeitet nur bis um 2 und der nächste Typ ist ein Arsch. Oh, hey, wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Öffne die Garage, um ein Fahrzeug auszuwählen. Hui. Das, was wir jetzt brauchen. Glaube ich. Oh ja. Auch wenn jetzt hier die Polizei ist. Es gibt Meldungen über einen Raser in Little Italy. Quatsch. Der ist so schnell, den kriegt ihr gar nicht. So. Ja, ich bin blind. Und du bist mir im Weg gestanden. Boah, das Auto ist ja geil. Alemann, Suche ist beendet. Wiederhole. Suche beendet, genau. Und aufgegeben. Und wo habe ich eigentlich die Zeitangabe? Habe ich nirgends, ne? Egal. Bist du Bobby? Jupp. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphys Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Welches Geld? Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. Oh
Oh Mann. Naja. Okay, da wären wir. Aber mach hin, ey. Du hast bald Feierabend. Also ja, bald. Hier ist der 1929er Carrozzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst. Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 1:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Ui, der zieht ja wirklich. Ups. Ah, die Zeitangabe, die gefällt mir jetzt gerade nicht, aber ist okay. Ausgerechnet jetzt muss die Straße ja total befahren sein. Ups. Ach ja, ich mach den Wagen. Zeit übrig, verdammt nochmal. Die Zeit läuft mir weg. Komm schon! Kann das Spiel mir nicht einfach eine leere Straße geben? Ich brauche hier unten Rennwagen rast durch die Stadt. Holt ihn euch! Ach Quatsch! Er kriegt mich sowieso nicht. Sucht weiter. Ja, sucht mal weiter. Bis ihr mich habt. Ja, super, das sind gerade die Bullen. Ach du Scheiße. Okay. Das hat gerade so gereicht. Muss ich denn jetzt? Ach so, Mann. Ah. Ja. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Ha, mein Gott. Was für eine Schönheit. Wir haben nicht viel Zeit. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Ich warte. Ich hoffe, die zwei, eine Minute, was da stand, das ist jetzt nicht noch die Restzeit, die ich habe, zum Retour kommen. Ich hoffe. Okay, er ist fertig. Okay. Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen, alles, das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Ja. Was machst du? Da wollte ich doch gar nicht hin. Okay, jetzt ist es der Motor, der überhitzt. Scheiße. Ich hätte da abbiegen müssen.
Okay, der Motor überhitzt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn er überhitzt. Ups. Die Lenkung hat er anscheinend auch was gemacht. Also das hätte ich so garantiert nicht geschafft mit einer Minute. Oh Gott. Ja, nicht einfach mit dem Wagen zu fahren, und also wenn der mit dem Wagen noch gewinnt, dann Hut ab, dann hat er es wirklich verdient. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Das stimmt nicht. So. Hey, hey, hey. Gut, die Polizei hatten wir mal wieder weg. Gut, gut. Oh Mann. So, come on. Eigentlich ist er rückwärts drin gestanden. Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Ja, für wen, hä? Okay. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Ich bin nicht sicher, bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt, und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz? Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte, was? Frank, Tom. Ich... Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ich bin nicht der beste Fahrer. Okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Ja, also, ich bin eigentlich ein sehr miserabler.
Rennfahrer. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, der eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht, um heute hier zu sein. Cool. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt, Tommy! Tommy Angelo! Nun, Sie werden ihm zusammen mit mir viel Glück wünschen wollen. Welche Farbe bin ich denn? Rot. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Sie sind gestartet. Okay, dann wollen wir mal. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Was macht er denn? Der Favorit ist raus. Wer überlebt die berühmte erste Runde der Lost Arschloch? Wichser! Ey! Es gibt Kollisionen. Manche Fahrer nehmen keine Gefangenen. Heute wird es mehr als ein paar Kratzer im Lack geben. Okay, okay. Das kann ja nicht so schwer gemacht sein. Jetzt hau ab, Mensch. Soll das ein Witz sein? Nein, das ist kein Witz, das ist ein Rennen. Du Bastard! Ja! Nachdem Lichtenberg ausgeschieden ist, kämpfen nun die ersten drei um die Führung. Also logisch, oder? So, also das Spiel, ja, es ist zwar ein Rennen, aber das ist nicht so schwer gemacht wie ein normales Rennen. Das heißt, man hat schon... Ui, cool. Okay, jetzt bin ich Dritter. Wer braucht Mikey dann? Dein Ersatz ist hervorragend. Ja, warte mal ab, bis ich im Ziel bin. Nein! Das ist die erste Runde! Rast in seine zweite Runde! Taylor, Anderson, Angelo, Sie alle haben Chancen, denn es ist noch gültig. Tommy Angelo ist in Führung! Ja, nicht lange. Du Bastard! Auf ein sicheres Rennen, Leute! Du taugst nichts! Ja! Oh Gott, das war ja... Lewis und Jackson stoßen vor zur Spitze des Feldes. Oh Gott! Hau ab jetzt! Oh Gott! Sehen wir hier das Siegertrio oder kann noch jemand anders glänzen? Nein, da glänzt noch jemand anders. Mist! Ich hatte nur einen Verbremser, Mensch. So. Mensch, nur kam das. Mist, was? Naja. Jetzt bin ich immer noch Dritter. Scheiße. Keine Sorge, oh wir haben Angelo kommt zurück an die Spitze. Kann er die Position halten? Tommy ja, diesmal schon. Doch wie lange noch? Lange. Diesmal fahren wir vorsichtig. Und hier ist die Zielkurve. Angelo ist noch an der Spitze. Kann er die Führung halten? Ja, kann ich. Zumindest bis über die Ziellinie. Come on! Wunderbar! Die Fahrer an der Spitze sind in der letzten Runde. Bald ist das Rennen gelaufen, Leute. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Führung. Oh. So. Jetzt fahre ich sorgfältig um die Kurven, ohne dass irgendwie ein Unfall passiert und dann bleibe ich Erster. Anderson und Garcia an zweiter und dritter Stelle warten auf einen Fehler von Angelo. Ja, auf den warte ich auch. Ich neige an für sich immer dazu, wenn ich so gut am Fahren bin, irgendwas falsch zu machen. Neuzugang Tommy Angelo ist immer noch an der Spitze.
In meinem Vertrag stand, dass ich da noch ein paar Heuballen einsammeln soll. Lichtenbergs Abgang hat das Rennen angestachelt. Alle riechen den Sieg. Ups. Entschuldigung. Excuse. Oh, scheiße. Das war der Fehler, wo ich meinte. Wer kann den führenden Tommy Angelo noch einholen? Ganz viele. Oh, Zielgerade. Also Zielkurve. Und jetzt letzte Kurve und Zielgerade und. Ja! 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 Ich hab's geschafft! Ich bin Erster! Ja! Rennen gewonnen! Yeah! Oh, cool, cool, cool. Ja, klasse! Hey, Tommy! Da kommt unser... Hey, Tom! Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar, danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen. Was ist mit dem Europäer? Der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier, du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Danke, Boss. Austrinken, Jungs. Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps und Huren. Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber vielleicht kaufe ich meiner Ma was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Glückwunsch, großer Held. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Oh. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauli. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bring ihn nach Hause. Ja, finde Pauli, aber zuerst spreche ich da. Pauli und deine Kumpels haben meine halbe Bar leer gesoffen. Hast du ihn gefunden? Das wär's für dieses Jahr, Leute. Die Strecke ist bis 6 offen. Bitte geht, wenn ihr hier erfordert werdet. Ist das Pauli? Nee, oder? Du bist ein Naturtalent, Tom. Hast du Pauli gesehen, Vin? Er wollte was essen, um den Alkohol aufzusaugen. Ach, das ist... So große Cannolis kann es gar nicht geben. Das ist an und für sich... Wie komme ich denn da nach hinten hin? Ich will da nach hinten hin. Oh Mann, da hinten gibt's noch was und da komme ich jetzt von hier nicht hin. Nee, von hier auch nicht. Ah, doch, von hier. Vielleicht. Ach, hier drin war das. So, okay. Okay, Zigaretten. Päckchen, warum auch immer. So, dann haben wir hier vorne noch ein paar, mit denen wo man reden kann. Es sah so einfach bei dir aus, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralph. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauli gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay, hab Spaß. Werde ich, Tom. Danke. Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey. Alles für die Colettis. Ah, genieß den Moment. Aber kümmere dich um Pauli, bevor er sich und die Familie blamiert. Ja. Sonst klingt der Tag des Bosses unschön aus. Keine Sorge, Frank. Ich werde ihn schon finden. Und ich bringe ihn nach Hause.
hinten noch irgendwas? Halt am besten. Ich muss morgen eigentlich früh raus. Ach, egal. Ach, egal, genau. So. Ja, beruhig dich. Das LHPD hat mich gebeten, alle Besucher zu erinnern, dass der Verkauf und der Genuss von Alkohol untersagt sind und strafrechtlich verfolgt werden. Vielen Dank. Top Rennen, Mann. Haha, als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keine? Wenn unsere Seite der Stadt in Geld schwimmt, bist du sicher? Hey, hast du Pauli gesehen? Ziemlich besoffen. Läuft seitwärts. Hab's gehört. Nee, aber den bin ich am Suchen. Zum ersten Mal beim Rennen? Letztes Jahr konnte ich die Motoren von zu Hause aus hören. Näher war ich noch nie dran. Die wollen uns vor Sonnenuntergang raushaben, aber ignorier sie. Die Party hört nicht auf. Wie lief er nach dem Aufmotzen? Wollte fünfmal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Pauli gesehen? War vor 5 Minuten hier. Sah aus, als hätte er zu viel am Fass geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lucas. Und noch einmal die Bitte. Geht, wenn ihr aufgefordert werdet und haltet euch von illegalen Substanzen fern. Nicht wie letztes Jahr. Ach, aber so wie vorletztes Jahr. Da hatten wir die illegalen Sachen schon dabei. Ach, das ist ein Wettbüro hier. Pauli! Gott sei Dank bist du da. Wenn dein Kumpel so weitermacht, wird er gerne dich überholen. Ja, denke mal, beim Rennen ist vorbei. Ja. Ich wollte schon sagen, ich weiß, wo er ist. Die Kuh macht Mut, das Huhn sagt Mann. Wie macht der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch. Soll mal Respekt sagen. Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay, das ist wohl besser. Los geht's, Großer. Ui, bleib stehen. Bist du sicher, dass du ihn, Ich hab gemeint, du seist besoffen. Wieso kannst du noch gerade laufen? Du warst toll heute, Tommy, mit dem Fahren. Ich hatte recht. Als ich dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt, Pauli? Ich sagte, der kann fahren. Don Salieri, der Kerl kann fahren. Und hier sind wir. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Yep. Lässt du mich alles aussehen, Tom? Schau dich an. Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Wir haben alle unsere... Du machst dich wirklich gut in der Familie. Aber du weißt, dass du es leicht hast, oder? Ich und Sam hatten die Drecksarbeit weg von dir. Ist das so? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Du wirst zum Don gerufen und machst dich verrückt. Ich habe schlimme Sachen gemacht, Tom. Wir stecken da zusammen drin. Ich mache, was der Don sagt und wann er es sagt, wie du. Du bist wie ich. Du kannst es nicht einfach ausblenden, so wie Sam. Du gehst nach Hause zu wem auch immer, der heimgeht. Pauli, du bist betrunken. Du solltest die Klappe halten, um deinetwillen. Ja, du hast recht. Hast ja recht. Jo. So. Aber es sieht schon wirklich cool aus hier. Nicht. In der Stadt. Bring mich zum Blue Tropics! Weiß nicht, ich sollte dich abbringen. Oh, dafür wirst du dich besser, Tom. Weiß nicht, ich sollte dich heimbringen.
Yep. Die Brücke! Nimm die Brücke zur Insel! Bring mich zu den Mädels! Bring mich zu den süßen Schnecken! Nein, dich nach Hause zu fahren klingt stilvoller. Ja. Okay, das ist was. Oh Mann, du solltest mal die Puppen sehen, Tom. Ich wusste nicht, dass hier Fischen zu schwimmen, Pauli. Parkplatz ist. Zu Hause? Du hast mich heimgebracht? Ja. Vielleicht ist das gute Idee. Ja, okay. Ich würde mal... Träum schön, harter Kerl. Ich weiß. Ja, ich fühle mich nicht so gut. Ja. Das glaube ich. Kapitel abgeschlossen. Fair Play. Jetzt weiß ich auch, was mit dem Fair Play war. Und jetzt schauen wir bis zum nächsten Startpunkt. Weil ich habe beim letzten Mal, bei der letzten Aufnahmesession, habe ich gemerkt, dass wenn man das Fortsetzen macht, die Zwischensequenz-Videos, was zwischen Kapitel zu Kapitel geht, nicht mehr angezeigt wird. Das heißt, wir schauen jetzt noch das an, weil das ist ein Abschluss von einer Aufnahmesession. Und darum können wir das so machen. Sarah. Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Tom, bevor du gehst, tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Wie kann ich helfen? Bring meine Tochter nach Hause. Sarah? Mir kam es so vor, als ob sie keine Begleitung braucht. Sie ist zäh. Aber... Da sind ein paar Jungs in der Nähe ihrer Wohnung. Idioten. Cattivi ragazzi. Miese Drecksäcke machen sich an sie ran. Sarah sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas, das ihnen nicht gefällt. Dann wird's hässlich. Aber wenn du sie begleitest, sollte klar sein, dass sie die Patentochter des Dons ist. Kein Problem, Luigi. Ist mir eine Ehre. Bene. Sarah, wir machen zu. Was wird das? Tom begleitet dich nach Hause. Ach, wirklich? Hey, ich arbeite hier nur. Er passt auf dich auf. Gut, wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Bis morgen. Ich hol meinen Mantel. Ich warte draußen. Alles gut? Mich muss niemand. Und damit sage ich Tschüss, Ciao und wir werden schauen, wie es weitergeht. Zumindest wissen wir jetzt schon, was wir zu tun haben beim nächsten Mal. Also bleibt dran. Tschüss.